Leonardo da Vinci Campus. Dort werden wir 2 Workshops machen. Workshop 1 Filmprojekt. Dort werden wir eine Doku erarbeiten für die Begegnungspolitik. Und Workshop 2 erstellt die Fragen, die wir dann gleich den Politikern stellen werden. Ihr habt ja nachher eine Podiumsdiskussion mit Politikern, richtig? Ihr seid das Team, was das drumherum filmen soll. Vorher vielleicht Interviews machen mit den Politikern und im Nachhinein vielleicht euch gegenseitig interviewen, zu sagen, hat es euch gefallen, so nach dem Motto. Und das packen wir dann zusammen in einem Video. Ich will vorher mit euch natürlich erarbeiten, was gehört denn zu einer Dokumentation? Die Lehrer kann man ja fragen, nehmen Sie die Landtagswahl mit in Ihren Unterricht oder was halten Sie von der Veranstaltung? Bei den Fragen müsst ihr auch darauf achten, dass sie nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Also gerade fand der Workshop statt. Die haben sehr gut mitgearbeitet. Ich bin sehr gespannt, ob sie das, was sie erarbeitet haben, auch umsetzen. Ich freue mich, dass wir das hinbekommen haben, als erstes Flächenland in dieser Bundesrepublik Deutschland jungen Leuten das Wahlrecht einzuräumen. Ja, darf ich mal kurz wissen, wie das erste Interview geklappt hat? Ja, also alles in allem haben wir ausführlich Antworten bekommen. Das waren klare Fragen und ich hoffe, dass wir auch klare Antworten gegeben haben. Wie findest du denn jetzt, dass hier so eine Veranstaltung in eurer Schule stattfindet? Ziemlich gut, weil das ist auch wahrscheinlich eine gute Möglichkeit für Politiker, nicht nur die Erwachsenen zu erreichen, sondern halt auch die Jugendlichen. Ich halte Jugendliche für absolut in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden hier. Die sind fit, die sind den ganzen Tag im Netz, die haben genug Gelegenheiten, auch ins Gespräch zu kommen und sich eine Wahlentscheidung zu erarbeiten. Ich finde, viele 16-Jährige sind schon so reif und weit, dass sie auch wirklich wählen können und finde ich auch das Recht dazu haben sollten. Ihr hattet viel Spaß und ihr seid auch dadurch ein bisschen mehr mit der Politik in Kontakt gekommen. Noch ein kurzes Statement. Den Weg!